Miau, miau. Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy, meine lieben Freunde. Ja, wir sind... Ui. Ein Unterkomet, Freunde. Da müssen wir uns direkt anschauen in der Kanonenfolge Galaxie. Ich wollte ja eigentlich heute in die Feuerbrunstgalaxie gehen. Werde ich wahrscheinlich auch machen, aber ich sehe gerade, das ist ein roter Komet. Klingt sehr interessant. Im Anflug auf roter Komet. Welch ein Wunder ist das denn? Zeitangriff, der Begoman. Oh mein Gott. Bitte ist das... Bitte ist das nicht diese schwere Mission, das kann man sonst nicht schaffen. Ich habe doch gesagt, das sollte ich eigentlich nicht machen und... Es ist... Ist es die schwere? Ich weiß es nicht. Alter! Okay, ich versuche es. Das muss ich in 6 Minuten schaffen. Ob ich das schaffe, ist die andere Frage. Ach ja, genau, ich muss dich nach hier oben locken. Du Sack. Damit ich auf dir drauf springen kann, ne? Genau so war das nämlich. Muss ich irgendwie... Aua. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich die Nummer töten soll. Wie war das denn nochmal? Das war jetzt schon ein bisschen länger her, seit ich das hier aufgenommen habe. Beziehungsweise seit ich überhaupt in dieser Galaxie war. Auch von den Parts jetzt her, ne? Aber hier sollte es jetzt eigentlich so klappen. Ja, sehr nice. So, jetzt bin ich hier. Die soll ich einfach ignorieren. Nee, soll ich nicht. Ich muss die ja da reinsteuern. Dann komm du mal mit hier. Raste mal aus. Was? Komm. Komm schon. Nice. Einmal getroffen, jetzt brauche ich noch einen zweiten. Hol mich hier raus, du dumme Sau. Natürlich mache ich das. Nice. Ich wollte diesen Part eigentlich dafür nutzen, um ein bisschen über was zu reden. Kann ich eigentlich auch mal machen. Anfangen, ob ich es kann. Die Sache ist, es wird sehr, sehr schwer werden. Vor allem, wenn ich mich jetzt konzentrieren muss. Deswegen werde ich das, denke ich... Ups, das war jetzt sehr, sehr dumm. Werde ich das auf... komm schon. Der Zeit nach dieser Mission verschieben. Oder irgendwie später anfangen, wenn ich schon weiß, dass ich es schaffe. Denn ich finde, 6 Minuten sind echt nicht viel. Und jetzt brauche ich hier eben den blauen Ficker, damit ich da hochkomme. Dankeschön. Putz. Und gib mal das blaue Ding. Sehr, sehr schön. Bin jetzt schnell durchgekommen. Die Sache ist, dass ich bitte in diesen Stern reinkommen möchte. Nice. Und jetzt... Ach, nein, das war das. Das kann man doch nicht schaffen. Also, wie will ich das denn schaffen in der Zeit? Es geht nicht. Aber... Komm schon, es muss möglich sein. Es fällt mir gerade auf. Oh Gott. Nein! Verdammt, da habe ich genau den gleichen Fehler gemacht wie das letzte Mal in dem Part. Wisst ihr noch, wo ich so krass gefailt habe? Oh Gott, das war nicht mehr... Das war nicht schön. So, oh, jetzt muss ich das machen, ne? Jetzt hier ranziehen und jetzt loslassen, damit ich hier überhaupt hinkomme. Und jetzt fliegen. Nice, 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 nice. Oh, jetzt muss ich das noch schaffen, ne? Hier sollte ich einfach durchsprinten, sonst ist das hier nicht schaffbar. Komm schon, Mario, lauf! Und da liegen Sternteile. Ich weiß gar nicht, ist man mit diesen Jumps hier schneller? Ich weiß es gar nicht. Das war jetzt sehr, 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 sehr sinnvoll, den einzusammeln. Hat mir jetzt gar nichts gebracht. Jump! Oh Gott, das war knapp. Und jetzt rein da. Fuck, wo war denn das Ende? Jetzt müssen wir gegen den Boss kämpfen, ne? Okay, dann gebe ich jetzt Gas. Komm. Einfach hier ausweichen. Die sind jetzt egal. 3 Minuten sollte ich theoretisch hinbekommen. Muss mich halt nur ein bisschen beeilen. Der Boss ist eigentlich nicht schwer da drin. So, da ist er schon. Einfach nur gegen diese elektrischen Dinger schleudern. Dann haben wir das auch. Oh Gott, das ist natürlich jetzt ein bisschen suboptimal. Nein, verdammt, du Lappen. So. Und jetzt... Was? Von hinten, von der anderen Seite rein, dann passt das. Nice. Und so, komm. Und Quutz. Nice, nochmal dran getroffen. Soll ich in der Zeit auf jeden Fall schaffen. Aber so viele Leben verlieren ist eher suboptimal. Passt aber von der Zeit her. Und du warst drin! C-Trug, C-Trug. Auf jeden Fall C-Trug. Ja, jetzt rastet er aus, dieser Pisskopf. Obwohl er schon längst schon wieder, er war schon wieder elektrisiert, aber
Das juckt ihn nicht, aber jetzt juckt ihn das. Und das war's. In 2 Minuten. Easy geschafft. Okay, da hatten wir auf jeden Fall noch 2 Minuten Raum. Das hat sich gelohnt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nice. Das, was ich ansprechen wollte, kann ich jetzt anfangen. Es liegt da, es ist die Sache, es ist mir auffallen, dass viele Leute sich in meiner Größe, die auch, also jetzt von dem, sag ich mal in Anführungsstrichen, Erfolg auf YouTube her, viele unzufrieden sind. Weil man sieht halt die großen Ikonen oder etwas größeren Leute, die jetzt hier auch YouTube auch durchstarten, die Erfolg haben, die schon länger Erfolg haben, die aber auch Erfolg bekommen. Beispiel, die länger Erfolg haben, die ganzen großen Domtendo, Luxag, Link, Sui, Shumaru und weiß ich. Und die Leute, die jetzt mit dem Erfolg kommen, wie Random Kai, Mr. Feuerstachels oder was weiß ich. Das sind halt Leute, die haben es auch wirklich geschafft auf YouTube. Das ist jetzt kein Grund, dass ich sagen möchte, dass die es nicht verdient haben. Das ist natürlich vollkommen okay und gerechtfertigt. Die Sache ist, wir betreten jetzt mal eben die neue Galaxie, das will ich euch nicht entgehen lassen, dass viele denken, dass kein Weg nach oben geht. Und ja, es ist normal, auch ich denke mir manchmal, komm schon, manchmal sich so, ich habe so eine tolle Community und die sagen immer, überwinde den Feuerkessel, by the way, sagen immer, du hast so viel mehr verdient. Ich so, ja, aber ich bin zwar jetzt zufrieden, aber wenn du das sagst, ich meine, er lügt mich ja auch nicht an. Und dann denke ich mir so, und das sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Dann denke ich mir mal so, was muss man machen, um jetzt diesen Erfolg zu haben? Man muss einzigartig sein, das ist die Sache. Und diesen durchbrechenden Erfolg haben. Man muss sich zeigen, man muss die Qualität und Quantität an Videos bringen. Heutzutage scheitert es leider viel an der Quantität, dass man halt mehr Videos bringen muss, damit es erfolgreicher wird. Und Alter, die Mucke ist ziemlich geil, seht man hier unten, das sieht ziemlich cool aus, diese Galaxie, muss ich sagen. Aber ich komme noch später auf zu sprechen. Sache ist, ich möchte nicht, dass es mich unbedingt ansprechen will mit diesem Part. Ich möchte nicht, dass irgendeiner von euch da draußen irgendwie sich davon entmutigen lässt, weil ihr müsst an euer Ziel glauben. Ich habe an mein Ziel auch geglaubt und ich hätte damals bei meinem Minish Cap Let's Play, meinem ersten Let's Play, was ich gedacht hätte, niemals gedacht, dass ich irgendwann hier stehe. Auch wenn ich jetzt mir so denke, okay, es ist zwar viel, aber andere haben viel mehr, aber ich denke mir, okay, aber ich habe es trotzdem erreicht. Man muss ja nicht immer so viel haben wie andere. Aber ihr könnt das haben, ihr könnt den Erfolg bekommen, wenn ihr dran an euch arbeitet. Und man darf da leider nicht so schnell aufgeben. Das Problem ist auch einfach heutzutage, die Community muss flexibler werden teilweise. Es gibt heutzutage leider viel zu viele Leute, die haben ihre Leute abonniert. Ich nenne jetzt auch wieder Namen, das ist Fakt ist, dass ich hier niemand mit angreifen möchte. Ich nenne, dass viele, sagen wir mal, ihre Abo-Box voll haben, sei es mit Domtendo, Looks Like Link und jetzt dazu noch, was weiß ich, Best-of-Mocha, YouTube Best-of Scammy und was weiß ich, dann noch irgendwelche anderen großen Channel, die sie schauen, ZCLP oder so. Und damit sind sie zufrieden. Das schauen sie dann und die brauchen keine mehr Leute. Sehen, dass die erfolgreich sind und schauen sie dann. Das gleiche ist natürlich auch bei, hab ich jetzt nicht gedacht, dass das rauskommt. Aber auf jeden Fall nice, wie die Galaxie aussieht, muss ich sagen. Das gleiche ist auch bei Let's Playern, die nichts mit Nintendo zu tun haben. Das ist die gleiche Essenz. Ihr wisst, wie ich das meine. Man muss einfach klar werden, die Community muss sich auch anpassen. Man wünscht sich halt oft, dass die einfach mal zulassen, kleinere YouTuber zu unterstützen. Das machen aber leider weniger. Das ist das Problem. Das heißt, machen nicht weniger, aber es machen die Leute, die jetzt ihr hier seid, die diesen Part bis hierhin geschaut haben. Das ist schon etwas, was eigentlich einfach einzigartig ist, was einfach toll ist. Dass ihr das seht, dass wir das sehen, beispielsweise mit irgendeinem Like oder was weiß ich, das liegt immer an euch, dass es wirklich Leute gibt, die da zuschauen. Müsst ihr gar nicht da runterfallen können und dann irgendwas holen können. Aber ja, das fällt einem damit immer auf. Und hier haben wir einen Gourmet-Luma. Und das ist wichtig. Und von diesen Leuten müssen es mehr werden, damit YouTube heutzutage flexibler wird, weil, okay, ich habe 64, ich habe nicht genug, aber damit das alles schneller geht, damit das nicht auf diesen großen YouTubern einfach fixiert bleibt, weil es passiert nicht mehr so oft, dass kleine YouTuber groß werden. Das kann passieren und das passiert auch auf jeden Fall noch und es passiert auch noch öfters, als man jetzt so denken würde, aber ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. Spult ein bisschen zurück, wenn ihr das nicht versteht, weil das ist schwer, alles nochmal zu erklären. Deswegen, ich hoffe, ihr habt das so ein bisschen verstanden, wie ich das meine. Ich bin euch dankbar, dass ihr hier seid. Nur ihr müsst auch immer verstehen,
Solche YouTuber in meiner Größe haben immer das Ziel, noch mehr zu erreichen. Jeder hat Ziel, mehr zu erreichen. Das ist völlig normal im Leben. Und das solltet ihr auch eben nicht böse nehmen, dass er möchte... Dass er einfach möchte, dass er noch mehr erreicht. Das hat nichts zu tun, dass die Leute ihm nicht wichtig sind. Er erkennt einfach, dass er für die Leute was Besonderes ist und möchte das Gleiche für viele sein. Und möchte zeigen, was er drauf hat, der Masse. Das möchte jeder, das möchte auch ich, das gibt offen zu. Da wird man halt schnell als Abo-geil und etc. bezeichnet, was ich absolut nicht verstehen kann, denn das ist der Mensch, das liegt in der Natur des Menschen. Und das heißt noch lange nicht, dass man irgendwie den Leuten nicht treu ist, die an jetzt schauen. Sonst würde ich die Let's Plays nicht machen und würde nicht stolz auf euch sein und würde das nicht immer wieder betonen und würde mich nicht 2 Stunden lang hinsetzen und Kommentare für ein Special beantworten, meine lieben Freunde. Was wollte ich da schon wieder sagen? Sorry, geil. Ich schaue zu viel, die alten Siebers. Oh Mann. Ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich werde diesen Part auch extra kennzeichnen mit einem extra Thumbnail. Und darauf hinweisen, dass ihr euch ihn anschauen könnt. Oder vielleicht es in ein extra Video packen, weil das ist einfach eine Sache, die kann man sehr, sehr gut besprechen. Die ist wichtig, meine lieben Friends. Ja. So ist das nun mal. Sowas sollte auch oft geteilt werden, wie ich finde, so eine Sache, was ich hier erzähle, weil das ist wichtig. Sowas ist wichtig zu wissen. Erfolg ist normal und die Community sollte einfach mal an Appell an euch, seid offen. Nicht in Bezug auf mich, wenn ihr einen kleinen YouTuber findet. Das macht ihr ja eh, weil ich das von euch sehe, wie ihr mich schaut. Aber wenn jetzt irgendein neuer Typ hier ist, gebt den kleine Chance. Lasst ihn. Jetzt, das klingt jetzt so scheiße, aber schaut mal ein paar seine Videos, wenn euch so gefallen und denkt einfach nicht so, der ist jetzt zwar ein kleinerer YouTuber. Aber gib ihm trotzdem eine Chance. Nur weil die meisten Leute ihn nicht schauen, heißt nicht, dass er schlecht ist. Das ist die Sache. Das sagt man jetzt so einfach. Ja, ist doch klar, was du sagst. Ich mach's ja auch. Aber das ist nicht so einfach, wie man denkt. Ich verstehe, ich weiß, wovon ich rede. Und das ist auch sehr, sehr gut. Klingt jetzt ein bisschen scheiße, aber es ist wirklich so. Ich kenne selber ein paar kleinere YouTuber, die ich privat schaue. Wo ich auch froh drüber bin. Aber mir fällt selber auf, dass es einem schwerfällt. Das so zu akzeptieren und das stürzt gerade alles ein. Aber ich rede da ein bisschen komisch vor mich hin, aber ihr wisst, glaube ich, die Grundessenz, die ich meine. Lasst kleinere YouTuber zu, denn YouTube ist immer noch YouTube. Broadcast yourself, was Gammy immer so schön in seinen Talk-Videos verwirklicht. Es gehört einfach dazu. Es ist einfach so. Und dass YouTube nur noch Kommerz ist und so, das soll bitte. Ihr müsst immer noch die anderen, boah, ich muss mich gerade konzentrieren, weil das ist gerade ziemlich schwer. Nein! Das habe ich aus Versehen. Ah, lol, man steht nicht direkt in der Lava. Okay, ich dachte, das ist eine One-Hit-Lava. Man muss diesen Grundsinn von YouTube wieder verstehen und kleineren YouTubern eine Chance geben. Das war so mein Sinn, den ich jetzt euch mitteilen wollte. Und mein Sinn, den ich euch noch mitteilen würde, ist, dass ich hier schnell durch bin. Ach, du heilige Scheiße. Möglicherweise... Oh Gott. Krieg nochmal Schaden. Ah! Mario! Mach frei! Mach frei! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Den Sinn, den ich euch hier mit beitragen will. Ich hab's im First Try geschafft. Da bin ich sehr froh. Und jetzt lass nochmal ein bisschen Lava ansteigen. Ein bisschen Spannung, aber nein. Da ist der Stern. Und ich habe jetzt viel darüber geredet. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Spult ein bisschen zurück. Es war jetzt ein bisschen ungegliedert, das stimmt. Das tut mir leid, aber vielleicht wisst ihr wirklich, was ich meine. Setzt euch hin und schaut die Let's Plays wieder. Setzt euch einfach hin und fangt an, die Let's Plays zu schauen, wie man es gemacht hat. Denn ihr seht, das macht Spaß. So Montagen von Minecraft oder so kann jeder machen. Soll jetzt keine Ansprüche sein. Das kann man gerne machen und macht auch natürlich Spaß zu schauen. So ist es nicht gemeint, auf gar keinen Fall. Ich will jetzt keinen angreifen oder so. Aber die klassischen Let's Plays sollten darunter nicht leiden. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Aber das tun sie auch nicht, sieht man an den Großen. Aber den Kleinen sollte man in dem Fall auch die Chance geben. Die Community sollte sich da so ein bisschen lockern und einfach mal denken, okay, dann schaue ich den auch mal. Und durch euch wird dieser dann auch einer ein wenig größer. Und dann denkt ihr irgendwann, ich war einer der Ersten, der dabei war. Und ja, und das ist ein richtig geiles Gefühl, das kann ich euch sagen. Das kenne ich selber. Fangt an. Irgendeiner muss den Grundstein legen. Und da habe ich einige von euch. Und es steigt bei mir momentan. Zwar nicht so schnell wie bei anderen, aber ich sehe einen Fortschritt, der mich sehr erfreut. Denn sowas denkt man dann so, okay, ich würde jetzt mehr haben, aber man denkt,
ich zumindest werde da nicht so einer und will immer mehr haben. Ich denke zurück und ich sehe, wie früher einfach nie gedacht habe, dass es so hoch geht. Und das Gleiche werde ich in einem Jahr wieder denken, wenn es weiter so geht, falls der neue Let's Play wäre. Ich denke aber schon. Da hätte ich niemals gedacht, dass es so hoch geht. Wenn ich in einem Jahr Let's Play werde und es so weitergeht, dann weiß ich, wo wir dann sind. Und wir gehen jetzt nochmal in eine Special Galaxie. Finde ich sehr, sehr geil, dass hier noch Gomelo mal aufgetaucht ist. Aber you understand what I mean, oder? Herausforderung der Schneehasen. Sehr, sehr schön. Das wäre jetzt auch einmal sehr, sehr krass off-topic gegangen. Und ich hoffe, dass viele das von euch sehen werden. Teilt das euren Friends mit, wenn ihr wollt. Weil es einfach The Truth ist. Meine lieben Banausen. Dumm, dumm, dumm. Und jetzt kommen wir aber wieder zum Spiel. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen. Spult zurück, wenn ihr es nochmal sehen wollt. Schaut euch es einfach nochmal an. Ich meine es wirklich, ich habe es nochmal das ganz oft gesagt, diese Grundessenz. Werden YouTube-Videos noch akzeptiert von kleinen YouTubern? Das müssen sie einfach. Sonst hat YouTube in Zukunft keine Chance mehr. Man muss neue Saat schöpfen. Klingt komisch, ist aber so. Würde unser guter Peter lustig jetzt sagen. Oder die Sendung mit der Maus, ja. Aber ja, ich habe schon ein Video gemacht. Nochmal hier, danke Peter. Am Rand. Ach Mann. Soll ich schon wieder off-topic gehen? Nein. Wir machen natürlich weiter. Lass uns Fang spielen. Kannst du uns innerhalb des Zeitlimits alle fangen? Es ist ein Zeitlimit. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Warum hat man denn ein Zeitlimit? Das kann man doch so nicht schaffen. Das geht nicht. Nein. Oh, okay. Geh da drauf. Wo sollen sie sich denn jetzt vergraben, diese Ösis? Grüße an Sentenzen. Du Pisskopf. So. Butz. Ey, das ist schon aktiv. Jetzt kann man nicht schaffen. Nein. Wo sind die Hasen? So, kann man die vielleicht erkennen, wenn das hier irgendwie. Da! Also, ich bin jetzt ein bisschen doof, oder bin ich der Einzige, der nicht checkt, wie man die Hasen findet? Ich glaube, ich bin der Einzige, könnte es sein. Hier bewegt sich immer was, aber ich weiß nicht, wie man die da rausholt, diese Hasen. Ach, man kann mit dem Sternteil das hier frei wählen, das wusste ich nicht. Ah, okay. Dann muss ich mich also hier ein bisschen durchsuchen und die Hasen suchen. So funktioniert das wohl. Hier sind auch Hasenlöcher. Ja, aber keine Ahnung. Ich habe jetzt schon so viel durchschaut, aber die sind ja hier nirgendwo. Wo seid ihr denn? Das kann man nicht schaffen. Wo seht ihr? Hey, zeigt euch. Oh mein Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Ach, man muss auf das Loch ziehen. Hä, das habe ich doch eben gemacht. Warum ist denn auf dem anderen Loch keiner rausgekommen? Komm her, du Pisskopf. Wer glaubst du, wer du bist? Das kann man nicht schaffen. Nein, komm, zeig. Komm. Hallo. Hase, bleib stehen. Möchte ich haben. Hallo. Hase, komm zurück. Hallo. Ey, ich habe doch eh noch 3 Sekunden. Lass dich doch wenigstens fangen, du Hodensack. Ich kann dich doch eh nicht mehr ficken. Finden. Ups. Das wollte ich nicht sagen. Wollte eigentlich finden sagen. Das ist mir tatsächlich gerade rausgerutscht. Es tut mir leid, ihr Dummköpfe. Und jetzt bleibt doch nicht stehen. Ich gehe mich vergraben. Tschüss. Kein Bock mehr. GVA, vorbei. Ja, ja, halt dein Halsmaul. Halt doch's Maul. Du musst trainieren und dann bist du nochmal besser als wir. Und dann kannst du uns finden, du verdammter Bastard, Idioten. Palpil. Bremsen. Super. Jetzt mach's auf. Find die Hasen, du dumme Laus. Sonst ist's vorbei. Yeah. Die Mucke wird schon richtig krass, Mann. Wir sind bereit, die Hasen zu finden, Mam. Hier. Hallo. Warum? Das sind Hasenlöcher. Er kommt nicht raus. Nein, das kann man nicht schaffen. Das hier kommt wieder Popel raus.
Das geht nicht. Nein, ich sehe es nicht ein. Das geht nicht. Das kann man schaffen. Vor allem, hier schneit es immer weiter, ne? Nur an diesen Stellen. Los, komm raus. Ey, warum ist da keiner drin? Warum? Hier ist aber einer drin. So, und jetzt bitte. Bitte, Hase. Bitte, ich bitte dich. Ey! Hör doch auf, wegzulaufen. Weißt du, warum seid ihr so unfair? Wollt ihr, dass Mario stirbt? Nein, ja, ihr macht es aber gerade. Mann! Ich fast getroffen, du verdammter Aslak. Mann, ey. Komm schon. Ja, du... Null. Habe ich dich getroffen. Da ist er traurig, der Pisskopf. Verständlich. Wenn man von einem Italiener von hinten an dem Arsch gegrapscht wird. Aber... Das ist jetzt nicht Thema und wenn ich das jetzt nicht schaffe, breche ich das ab, weil das ist ja sauschwer. Wo sind denn hier diese Kacklöcher? Hier. Aber die kommen ja nicht da, das kann man nicht schaffen. Nein. Los, lauf. Mario, bitte. Bitte, bitte. Ich möchte nicht kacken. Bitte, Mario. Nein, nein, nein. Mach schneller, bitte. Diese Dinger gehen ja auch nicht kaputt, diese Pilzköpfe hier. Hier kommen keine Hasen raus. Hä, was muss man denn da machen? So mal da rein boosten oder was? Was? Ich bin in die falsche Richtung gerannt. Ja, du Pisskopf, das juckt mich aber gerade null. Ich glaube, ich breche das ab, das ist ja nicht schaffbar. Und wozu gelten eigentlich diese Punkte hier? Ach komm, leck mich doch am Arsch. Das kann man nicht schaffen. Ja, was muss man da dann machen? Hier kommt ja keiner mehr raus. Was bringen auch diese Scheißpunkte? Das kann man nicht schaffen. Mann, ey. Du bist trainiert, aber ich bin ja du Hurensohn. Halt's Maul. Ich beende den Part jetzt, sonst endet das noch zu schlecht. Aber das war guter Part, finde ich. Tschüss. Wir haben nämlich ein gutes Thema besprochen. Ich habe es euch angepriesen, ich habe es euch näher gebracht und ich hoffe, ihr habt es verstanden, denn das ist das Wichtigste sein. Deswegen beende ich den Part und im nächsten Part geht es in die Feuereruption Galaxie zurück und die nächsten Sterne holen wir und dann holen wir zu Bowser und bumsen ihn nicht. Wir besiegen ihn. Nicht bumsen. Bumsen macht man nicht bei Bösewichten. Die muss man besiegen. Bumsen macht man nur bei Peach. Und tschüss. Bis zum nächsten Part. Tschüss.